Tschüss. Die Familie Petzi hat sich vor wenigen Jahren den Wunsch des Eigenheims erfüllt. Jedoch war klar, es muss einiges an Eigenleistung her. Wie, was und weshalb verrät uns die Familie Petzi am besten selbst? Anfangs war es ein bisschen schwer hier in Jülich. Wir haben vorher ein bisschen weiter weg gewohnt. Und wenn man aus Bayern kommt, ist es nicht so einfach hier in Nordrhein-Westfalen, halt ohne Berge. Hier gibt es zwar auch Berge, ne? Aber ich habe dann, glaube ich, nach 2 Jahren ganz richtig Anschluss gefunden, da mit dem Mountainbike fahren, viele Leute kennengelernt und habe dann auch die Region ein bisschen kennengelernt, nicht nur die Stadt und die City und so, sondern auch ein bisschen die Natur außenrum. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt wollen wir mal ein Haus haben, und haben gesagt, okay, machen wir den Weg, gehen wir den Weg und suchen wir uns ein Haus. Und dann haben wir auch lange gesucht, ne? Und dann haben wir es halt auch gefunden, das Haus irgendwann mal. Genau. Haben lange überlegt, weil anfangs war es ganz schön teuer und hätten wir uns nicht leisten können. Aber durch die Sparkasse Düren hat man dann die Möglichkeit, einen Kredit zu holen. Ein bisschen war Eigenleistung, Erbe viel, mit dabei. Viel Eigenleistung. Ne, viel Eigenleistung. Genau. In dem Haus selbst hat sich einiges getan. Von den einst alten grauen Wänden, den gewöhnungsbedürftigen Böden ist nichts mehr zu erahnen. Lichtdurchflutete Räume schaffen nun ein wohnliches Raumklima. Und das war unser Bad vorher. Das moderne Design zieht sich durch alle Zimmer. Beide Jungs sollten natürlich ebenfalls nicht zu knapp kommen und erhielten helle, geräumige Zimmer. Die Bauherren haben sich für die hinterlüftete Vorhangfassade entschieden, um optische Mängel zu überdecken. Das sind Risse in der Fassade. Die sind durch das Efeu gekommen, was vorher am Haus war. Und ja, um die zu verdecken, haben sie sich für die Rhombusschalung entschieden. Bei dem Material, was wir verwenden, handelt es sich um Rhombusschalung. Das hat einen Querschnitt von einem Parallelogramm. Und zwar deswegen aus dem Grund, weil wir es so rum an die Fassade anbringen. Dann kann an der vorderen untersten Kante das Wasser ablaufen und läuft nicht zur Fassade. Zusätzlich ist das Material noch vorgegraut, um UV-Schutz und wetterbeständig zu sein. Durch die Unterstützung der Sparkasse Düren und der enormen Eigenleistung strahlt nun das einst 70 Jahre alte Haus im modernsten Licht. Als wir das Haus gekauft haben, hatten wir hier ums Haus eine hohe Mauer. Circa so hoch, eine richtige schöne Betonmauer. Die haben wir dann gemeinsam, meine Frau und ich, weggeraspelt. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, alles muss raus. Ja, alles muss raus. Die ganzen Büsche. Die Büsche, die ganzen Sträucher müssen raus und haben erstmal durchgeackert und dann kam meine Frau auf die schöne Idee, hier neu anzupflanzen und ein paar schöne Holzwege zu machen. Genau. Und das ist dabei rausgekommen. Jetzt haben wir Gräser und Stauden. Der Plan dahinter ist der, alles schön pflegeleicht, jetzt einmal angelegt und dann im Sommer, im Frühjahr nochmal schneiden und gut ist.